Mithilfe dieser jüngsten Entdeckungen lehrt der Hirnforscher Dr. Joe Dispenza, wie man die Zirbeldrüse aktiviert, um die spirituelle Verbindung wiederherzustellen. Er glaubt, wir alle haben das Recht darauf. Wie wäre es, wenn du einmal langsam, gleichmäßig Atem holst? Dann verfolgst du langsam deinen Atem, ziehst diese intrinsischen Muskeln zusammen, bringst deinen Atem bis nach oben in die Zirbeldrüse. Dann hältst du den Atem an und lässt deine Aufmerksamkeit auf der Zirbeldrüse. Das ist dein Ziel. Die Kontraktion dieser Muskeln zusammen mit dem Anhalten des Atems drückt die Rückenmarksflüssigkeit direkt in dein Gehirn. Und wenn du den Atem anhältst, drückst du die Rückenmarksflüssigkeit genau gegen die Kristalle der Zirbeldrüse und übst eine mechanische Belastung aus. Diese Belastung führt zu einer elektrischen Aktivierung der Kristalle und damit schalten wir den Radioempfänger im Gehirn ein.